Just Dance ist die erfolgreichste Tanzspielereihe aller Zeiten. Jahr für Jahr schmeißen Millionen Spieler ihre Konsole an und versuchen den perfekten Dance-Score in den verschiedensten Songs zu ertanzen. Es ist einfach ein entspanntes Spielprinzip. Tanzen und den Kopf ausschalten. Doch was, wenn ich euch sage, dass diese Spielereihe mehr zu bieten hat als Just Dance und das Gameplay mehr ist als nur ein großes Musikvideo? Wir könnten an unzählig verschiedenen Zeitpunkten in diesem Video starten. Zum Beispiel im allerersten Just Dance aus dem Jahr 2009. Dort wurde nämlich erstmals eine zu dem Song Hot and Cold tanzende Braut gezeigt, welche später das erste Puzzleteil für eine der berühmtesten Geschichten der Just Dance Fandom wurde. Ein Teil später, in Just Dance 2, tauchte erstmals Rasputin auf. Diese beiden Charaktere wurden gemeinsam immer mal wieder in den Hintergründen der verschiedensten Videos gesichtet und in Just Dance 2019 wurden die beiden als offizielles Paar eingeführt, nur damit sich nun im neuesten Ableger der Reihe herausstellt, dass diese Beziehung ein wohl nicht so tolles Ende genommen hat. Dadurch, dass sich dieses Paar im Laufe mehrerer Teile gebildet und entwickelt hat, lernen wir, dass alle Just Dance Spiele ein großes Universum bilden und miteinander verbunden sind, was den Grundbaustein der Lore setzt. Dieses Thema könnte man auch deutlich vertiefen und über jedes kleinste Detail aus dem Hintergrund reden, doch das möchte ich in diesem Video gar nicht machen. Ich möchte lieber über die dunkle Seite von Just Dance sprechen und dafür bleiben wir direkt in Just Dance 2023, denn dort kam die dunkle Wahrheit so richtig in Fahrt. In Toxic von Britney Spears spielen wir eine Flugbegleiterin, die durch das gesamte Flugzeug nach vorne tanzt und plötzlich von mehreren Leuten im Anzug angegriffen wird und gegen diese kämpft. Sie kämpft sich also durchs Flugzeug und rettet den Piloten. So weit, so gut. Jedoch ist der Pilot kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil. Der Pilot spielte nämlich die Hauptrolle in Dragosta Dintei aus Just Dance 2017. Ein rumänischer Song, der, wenn man ihn übersetzt, Aussagen beinhaltet wie Hallo, ich bin es, ein Verbrecher. Sprich, in Toxic spielt man keine Heldin, die versucht, einen hilflosen Mann zu retten, sondern eine Verbrecherin, die gegen eine Art Agency kämpft, um einen anderen Verbrecher zu befreien. Und es ist auch keine Seltenheit, dass man in Just Dance Verbrecher spielt. So zum Beispiel in Telephone von Lady Gaga. Auch hier sind die Protagonisten eindeutig Kriminelle. Doch diesmal ist etwas anders. Für ein paar Sekunden schwankt die Kamera aus der Szene raus und eine Hand mit langen Krallen tritt hervor und zeigt auf die Tanzcoaches. Doch warum genau ist das relevant? Durch die langen Krallen lässt sich nämlich ganz einfach herausfinden, wer hinter dieser Hand steckt. Dies ist nämlich Nightsworn, der Antagonist in der Story Modes von Just Dance 2023. Ihren ersten Auftritt feierte Nightsworn in Can't Stop the Feeling. Dort tauchte sie kurz nach Ende des Songs riesengroß am Horizont auf und entführte mal eben 4 von 6 Coaches. In ihrem eigenen Song Witch stehen all diese 4 Coaches wie versteinert mit ihr auf der Bühne und werden nach und nach von ihr übernommen. Sie übernimmt die Kontrolle und macht aus den eben noch frei und glücklich tanzenden Leuten Marionetten, die jeden Tanzschritt perfekt ausführen. Denn Perfektion ist das Ziel von Nightsworn. Was außerdem auch auf Twitter bestätigt wurde. Das in Kombination mit der Szene aus Telephone verrät uns, dass die Flugbegleiterin und der Pilot überhaupt nicht die Bösen sind. Es sind die Agenten. Die Flugbegleiterin und der Pilot kämpfen für ihre Freiheit. Die Agenten verfolgen nur das Ziel, alle freien Geister einzufangen, damit sie problemlos von Nightsworn eingesammelt und kontrolliert werden können. Nightsworn ist der Boss der Welt von Just Dance. Einer Welt, wo nichts als Perfektion akzeptiert wird. Und jetzt denkt doch mal an den Beginn des Videos zurück. Was ist das Ziel vieler Just Dance-Spieler? Richtig, jeden einzelnen Tanzschritt zu perfektionieren, um den bestmöglichen Score zu erhalten. Die Spieler machen genau das, was Nightsworn möchte. Und jetzt denkt doch mal nach, welche Coaches entführt wurden. Unter anderem die, die in Can't Stop the Feeling performt haben. Einem Song, der dich in den Lyrics daran erinnert, einfach mal den Kopf auszuschalten und zu tanzen. Dieses Spiel warnt seine Spieler regelmäßig davor, nicht den Fokus zu verlieren und nicht zu vergessen, um was es in Just Dance eigentlich geht. Nämlich einfach den Kopf auszuschalten und zu tanzen.